Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Wir sind im Lager angekommen und haben bereits mit Liliana, Alistair und Stufi gesprochen. Jetzt bleiben uns noch Stan und Morrigan und dann eben auch Levi Dryden. Aber reden wir erstmal mit Stan. Warum halten wir an? Na, um sich grummeln zu hören. Schon gut, gehen wir weiter. Ich glaube, wir sollten uns einen Moment unterhalten. Wir sind Gefährten. Ich finde, ich sollte euch besser kennenlernen. Lasst uns einfach ein paar Dinge klarstellen. Ich glaube... eine Klingel darstellen, ja genau. Ich glaube, um mit seiner Mentalität zu reden, wäre, lasst uns einfach einige Dinge klarstellen, wäre das vielleicht sogar das Ultimative, was wir sagen können. Wir müssen die dunkle Brut bekämpfen. Ist diese Verzögerung notwendig? Geht es euch gut? Ihr wart wochenlang in einem Käfig. Warum diese Eile? Ihr seid merkwürdig. Ihr sprecht von Eile, wenn ich von Pflicht sprechen würde. Ah, er sieht es also jetzt als eine Pflicht an. Es ist aber nicht eure Pflicht, die Verderbnis zu bekämpfen. Na, erstmal können wir was über Kunari an sich erfahren. Erzählt mir etwas über euer Volk. Nein. Bitte? Das hatte ich nicht erwartet. Nein, warum nicht? Ein Volk ist ein komplexes Gefüge. Man kann es nicht einfach der Verständlichkeit halber zusammenfassen wie: Die Elfen sind ein schlankes, spitzohriges Volk, das sich durch Armut hervortut. Da steckt doch Weisheit drin in diesem Satz, das stimmt schon. Okay, ihr sagtet, ihr seid in der Armee? Das bin ich. Jetzt wohl nicht mehr, oder? Habt ihr in einem Krieg gekämpft? Ich habe immer im Krieg gekämpft, Mensch. Was meint ihr damit? Mein Volk befindet sich im Krieg, seit wir die nördlichen Inseln betreten haben. Dann kommen die Kunari nicht von den Inseln? Normalerweise gegen die Einheimischen, die ihr Land nicht aufgeben wollen. Oh, beides. Beides wäre interessant. Normalerweise gegen die Einheimischen, die ihr Land nicht aufgeben wollen. Allerdings kämpfen wir nicht gegen die einheimischen Menschen. Gegen wen dann? Der Feind ist überall. Der Dschungel selbst ist es. Schlangen, jagende Katzen. Selbst die Blumen können die Unachtsamen töten. Und dann ist da ja auch immer das Reich. Und die Tal Vashoth. Was sind Tal Vashoth? Ich weiß nicht, wieso das von Bedeutung ist. Seheron und Parfollen sind fern. Ferelden und die Dunkle Brut verlangen sofortiges Handeln. No, das frage ich nicht. Geht es euch gut? Ihr wart wochenlang in einem Käfig. Nein, das ist wahr. Lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Wir werden ihn später nochmal befragen. Der ist mir jetzt zu grummelig. Ach, komm. Das wird auch nicht besser werden. Ja. Nein, ihr sollt uns nicht verlassen. Im Gegenteil, da kann es vielleicht immer von Nutzen sein. Über etwas, was er erwähnt hat. Was hat er denn erwähnt? Sprecht. Das genügt vorerst. Was Dann willst schlage du ich denn? Vor, dass wir weitergehen. Was habt ihr in diesem Käfig gemacht? Wie jetzt? Ein Pullover gestrickt. Sieht man doch, trägt er gerade. Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Warum seid ihr nach Ferelden gekommen? Um eine Frage zu beantworten. Haha, Humor hat er also auch. Wie lautet die Frage? Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Okay. Was ist ein Arishok? Er ist derjenige, der die Antam befehligt. Die Gesellschaft der Kunari. Also ist er König. Nein, man kann einen Anführer auch anders benennen. Und habt ihr die Antwort auf seine Frage gefunden? Einen Teil davon. Wie lautet die Antwort? Wart ihr nicht in Ostagar, als die Armee vernichtet wurde? Da habt ihr eure Antwort. Mhm.
Warum sollten sich die Kunari für die Verderbnis interessieren? Warum interessiert ihr euch dafür? Weil es uns in dem Fall richtig betrifft und euer Ari-Schock wusste noch nicht mehr, was die Verderbnis ist. Vielleicht, weil sie die Welt vernichten könnte? Weil Ferelden meine Heimat ist. Ich bin ein grauer Wächter, das ist meine Aufgabe. Nein, ganz ehrlich, nur Ferelden? Ach, was kommt dann? Die macht doch nicht Halt in Ferelden, die dunkle Brut. Die wird weiterziehen. Vielleicht, weil sie die Welt vernichten könnte? Ihr glaubt also, die Kunari leben in irgendeiner anderen Welt? Nein. Müsst ihr da nicht Bericht erstatten? Doch. Warum seid ihr denn immer noch hier? Wann werdet ihr das tun? Ihr scheint euch ja wirklich ungemein darüber zu freuen. Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Warum nicht? Das spielt jetzt keine Rolle. Werden wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Gut, ich frage ihn jetzt einfach doch mal, auch wenn er sagen wird, dass er irgendwas, was weiß ich, was. Der wird immer unfreundliche Antworten raushauen, weil die Kunari nun mal so sind. Was habt ihr in diesem Käfig gemacht? Wie ihr sehen konntet, habe ich darin gesessen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, mein Freund. Ihr habt gestanden. Sehr witzig. Müsst ihr alles so wörtlich nehmen? Wie niedlich. Ihr seid also eher der stille Typ. Das habe ich nicht gemeint. Müsst ihr alles so wörtlich nehmen? Nein, muss ich nicht. Aber ich möchte es. Ihr seid unfassbar. Sagt es mir einfach. Ihr mögt mich nicht besonders, oder? Wenn ich euch wirklich nicht mögen würde, würde ich euch verlassen, Wächter. Dass ich noch hier bin, könnt ihr deuten, wie ihr möchtet. Abgesehen davon, wenn er mit Ehre und all sowas, weiß ich auch nicht, steht er sowieso in unserer Schuld. Schön, vergessen wir es erstmal. Ashera, möchtet ihr sonst noch etwas? Nein, lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Wow, was für ein Gespräch. Okay, Morrigan steht da hinten. Mit ihrer Haube. Ist da irgendwas? Nein. Oh, mit Morrigan wird es, glaube ich, auch nicht einfacher werden. Wobei wir noch genügend Zeit haben werden, Pluspunkte oder Minuspunkte zu sammeln, bei wem auch immer. Nun weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie sich das bei wem wie auswirkt. Ich glaube, hier gibt es auch sowas wie Liebesbeziehungen. Das gab es zumindest in Dragon Age 2, das weiß ich noch. Bei Origins weiß ich es nicht genau, ich meine aber schon, dass es sowas gibt. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Das Einzige, was ich, weswegen ich... Was heißt nicht das Einzige? Nein, das stimmt so nicht. Nochmal, die Erklärung, warum ich nochmal angefangen habe. Es lag nicht nur allein an ihrer Stimme, die mich gestört hat. Ich konnte das mit den Festtagsgeschenken und Streichen leider nicht ausstellen, ohne zu riskieren, dass mein Ladestand, mein Speicherstand kaputt geht oder irgendwas damit gemacht wird. Deswegen war das eigentlich auch mit der Grund. Also das ist deaktiviert, weil mir ja gesagt wurde, es könnte Bugs auslösen, die man nicht unbedingt haben will. Also reden wir mit Morrigan. Was wollt ihr von mir? Oh, jetzt können wir was Persönliches mit ihr besprechen. Warum wackelt das Bild so? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Oh, was ist mit dem Bild los? Warum seid ihr noch hier? Was ist los? Ich bin hier, weil Flemeth mir befohlen hat, euch zu helfen. Warum? Soll ich gehen? Kein Problem, wenn euch das lieber ist. Nein, ich will nicht, dass ihr geht. Dann ist unser Gespräch wohl beendet. Wow. Entschuldigung, so viel dazu. Was wollt ihr von mir? Wir können sonst nichts anderes Persönliches mit ihr besprechen. Es kann also gerne auch gleich sein. Können wir das wieder gut machen oder können wir es nochmal so reinhauen? Ich bin hier, weil Flemeth mir befohlen hat, euch zu helfen. Warum? Soll ich gehen? Kein Problem, wenn euch das lieber ist. Wollt ihr gehen? Wenn dem so wäre, würde ich es einfach tun. Ich bin hier, also ist eure Frage überflüssig. Yay, kriegen wir nochmal, war das jetzt nochmal minus 10? Was Persönliches, Mann, ist die
Die ist aber auch kiebig. Gut, die wird auch, ich weiß. Alle werden ihre Gründe haben. Aber ganz ehrlich, egal wie schlimm oder schlecht es geht, es sind oftmals nicht die anderen, die daran schuld sind, sondern man kann selber was daran tun oder man ist oftmals selber auch ein bisschen daran schuld. Also, Morrigan, was ist dein Problem? Wenn es sein muss. Das hatten wir schon. Ich glaube, wir können nichts Wichtiges im Moment fragen. Nein, ich glaube, das ist die gleiche Einblendung. Mann, dann war es das ja schon. Dann gehen wir erstmal eben zu der Quest und dann gehen wir jetzt hier zu den... Ah, Huch. Schön euch zu sehen, meine Retterin in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Diensten. Ich habe euer Lager gesehen und mich an euer freundliches Angebot bei unserer letzten Begegnung erinnert. Und gibt es für einen Händler und seinen Sohn einen sichereren Ort zum Schlafen? Ich denke nicht. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Ihr könnt gerne bleiben. Benehmt euch einfach. Lasst mich eure Waren sehen, Bruder. Seid ihr uns gefolgt? Was genau verkauft ihr? Was genau verkauft ihr denn? Alles Mögliche, aber nur von höchster Qualität. Bei mir findet ihr keinen billigen Tand. Und mein kleiner Sandel hat zufällig ein Händchen für Verzauberungen. Das kann ich euch sagen. Das macht uns leider auch zum Ziel für Banditen und ähnliches Gesindel. Wenn es noch jemanden gäbe, den man als Wache anheuern könnte, hätte ich es schon lange getan. Benehmt euch einfach, ja. Ja gut, wir kennen die ja natürlich nicht, aber wir haben sie auch gerettet. Seid ihr uns gefolgt? Ob ich euch gefolgt bin? Ich bin mir nicht einmal sicher, wohin ihr geht. Und es geht mich auch nichts an, um ehrlich zu sein. Bitte glaubt mir, dass unsere Begegnung hier nichts weiter als ein glücklicher Zufall ist. Ich bin so viel auf Reisen, dass ich früher oder später jedem auf der Straße begegne. Okay. Wenn ihr wünscht, brechen mein Sohn und ich wieder auf. Allerdings würde ich das bedauern, denn wir werden zweifellos keinen sichereren Ort finden können. Nein, ihr könnt gerne bleiben. Benehmt euch einfach. Ich finde es doof, dass man den benehmt euch einfach, aber okay. Großartig. Bedank dich bei der netten Herrin, Junge. Danke, nette Herrin. Seid versichert, dass wir euch und eure Gefährten nicht belästigen werden. Sprecht einfach mit meinem Jungen, wenn ihr Verzauberungen braucht. Und wendet euch ansonsten an mich. Gut. Oh Mann, wie das hier unten so riecht, so wusch. Morrigan ist dagegen. -10. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ja, ich möchte gerne mal gucken, was du hast. Wir können fragen. Was genau ist euch denn widerfahren? Oh, nichts Besonderes. Es ist bestimmt nicht interessant genug für euch und eure Gefährten. Zwergische Händler sind auf diesen Straßen ja wohl nichts Ungewöhnliches, oder? Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Im Moment wüsste ich nicht, was ich euch erzählen könnte. Ich glaube, wir haben auch schon sämtliche Gerüchte gehört. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Oh, wie nett. Lasst mich eure Waren sehen, Bodan. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Gut, was hat er denn so? Wir gucken mal eben so die Fischial. Drachenknochen. Wow, 131. Junge, Junge, Junge. Kann man hier so viel Geld kriegen? 2 Gold, Blutdrachenplattenhelm, Blutdrachenplattenhandschuhe. Hier kriegen wir den Rest der Blutdrachenrüstung. Okay. Puh. Schwarzmetallband. Ja, für Schnuffi haben wir noch nicht so wirklich was, ne? Ich hätte ja gerne eine Bemalung für ihn. Veomer-Rune, das Gesellen, ja, Runen. Das ist auch alles noch zu teuer. Also Druck sagt, der kostet 7 Gold. 7! Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, in Ostergar habe ich bei dem Schmied, habe ich, glaube ich, wenn es hochkommt, 1 Gold bezahlt oder sowas. Och. Junge, Junge. Gut, nee, er hat sonst nichts. Aber dafür können wir jetzt mit Sandel reden. Hallo. Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt.
Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Mhm. Welche Verzauberung führt er durch? Er kann Lyrium in nahezu jede Waffe oder Rüstung übertragen. Aber natürlich nehmen ausgefallenere Materialien mehr Lyrium auf als andere. Einige der Meisterschmiede in Orsama wenden diesen Prozess an. Aber mein Junge hier ist ebenso fähig wie Sie. Das stimmt doch, mein Junge. Verzauberung! Ja! Seht ihr? Okay, möchte ich was... Wir können ja mal gucken. Ich möchte etwas verzaubern lassen. Verzauberung! Ja, Verzauberung. Okay, wir haben den Schwurbewahrer. Das ist anscheinend auch das Einzige. Hat aber keiner... Habe ich das ausgewählt? Nee, ich glaube, den haben wir gefunden jetzt, ne? Blitzrune des Gesellen. Das ist das Einzige, was wir haben. Was macht denn die überhaupt? Elektrizitätsschaden, okay. Gut. Okay. Annehmen. Quest Alps. War eine Quest? Verzauberung. Enchantment. Was ihr noch im Angebot habt. Er hat andere Sachen im Angebot? Oh, selbstverständlich, gerne. Folgt mir einfach. Okay, ist aber nichts Neues, ne? Er hätte noch Buch der körperlichen Methodik. Wow. Jenseits von Gut und Böse. Gut, wir nehmen nochmal eben die Quest hier an. Boah, kann das mal hier verschwinden? Danke. Ich würde gerade sagen, will mich das jetzt immer wieder darauf hinweisen, dass ich bei Morrigan schlechte Karten habe? Ihr seid eine schwer zu findende Frau. Wo sind nur meine Manieren? Mein Name ist Levi. Levi Dryden. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Oh, Dryden ist ein geschmähter Name. Eure Familie hat alle Ländereien und Titel verloren. Ihr kennt Duncan? Oh ja, jahrelang. Er war mir ein Freund. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst? Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Und für mich auch. Der arme Duncan, ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Woher kanntet ihr Duncan? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich bin derjenige, der die Grauen Wächter zurück nach Ferelden gebracht hat. Nun, ich war einer davon. Wir waren ziemlich viele. Beim Atem des Erbauers, ich bin ein wenig nervös. Ich empfinde es als Ehre, jetzt hier zu stehen. Ganz so einfach nehme ich das jetzt nicht hin. Duncan ist tot, er kann nichts Gegenteiliges erzählen und ich kann mir kaum vorstellen, dass Alistair irgendwas über ihn weiß. Also nur zu, erzählt eure Geschichte. Nachdem König Marik uns von den Orlesianern befreit hatte, baten die Grauen Wächter den König um Erlaubnis, nach Ferelden kommen zu dürfen. Das war irgendeine interne Angelegenheit. Ich und viele andere Sympathisanten der Wächter traten für euren Orden ein. Taryn Logan war strikt dagegen, Wächtern aus Orlais die Einreise zu gestatten. Aber Marik, Andraste segne ihn, war ein gerechter Monarch und er ließ sie herein. Okay, also scheinen die Grauen Wächter nicht grundsätzlich aus Ferelden zu kommen, sondern ursprünglich aus Orlais. Und Orlais hat ja nun jahrelang die Ferelder unterdrückt. Weiter, ich bin ganz Ohr. Deshalb war ich auch zugegen, als die Wächter und ihre Anführerin Genevieve vor den König traten. Die ersten Wächter in Ferelden nach über einem Jahrhundert. Es war der stolzeste Tag meines Lebens. Duncan war damals ein kleiner Spitzbube. Wir hatten dasselbe Alter und freundeten uns an. Der König selbst hat die Wächter bei ihrem geheimnisvollen Vorhaben begleitet. Nach seiner Rückkehr hob er König Arlens Erlass auf und die Wächter kehrten endgültig nach Ferelden zurück. Ich danke euch dafür, dass ihr Anteil daran hattet, die Wächter herzubringen. Duncan war jemand, den man schnell mochte.
Warum wurden die grauen Wächter von Arlen verbannt? Marek hat den Erlass einfach so widerrufen. Welches Versprechen? War da irgendwas mit, dass sein Name geschmäht ist, ne? Ich hoffe, wir kommen, können da nochmal drauf zurückkommen. Jetzt ist die Frage. Der König selbst hat die Wächter aber ihren Geheimnis verraten. Nach seiner Rückkehr hob er König Arlens. Erstmal ist die Frage, warum wurden die grauen Wächter verbannt? Wenn sie grundsätzlich Orlesianer sind, wäre das schon eine Erklärung, aber das weiß ich ja nicht. Und wir selber wissen es ja auch nicht, obwohl wir ein grauer Wächter sind. Warum wurden die grauen Wächter verbannt? Es heißt, es habe daran gelegen, dass die Wächter sehr unbeliebt geworden waren. Sie hätten nur Spenden gesammelt, aber rein gar nichts für das Königreich getan. Ich sage, das ist alles Blödsinn, wie die letzten Ereignisse ja auch bestätigen. Okay. Und Marek hat den Erlass einfach so widerrufen? Marek war ein Visionär und ein sehr starker Geist. Er muss bei seinen Reisen mit den Wächtern erkannt haben, wie wichtig ihre Sache war. Und das hat ihn berührt. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass die ganze Geschichte ist. Bei Hofe munkelt man, er hätte es nur getan, um die Beziehungen mit Orsama zu verbessern. Das mag eine Rolle gespielt haben, aber wohlverstanden, König Marek war ein Gigant unter den Seinen. Sollte ich ihm... Naja, erstmal nehmen wir die Geschichte so hin. Irgendwie traue ich ihm nicht so ganz, aber erstmal nehmen wir die Geschichte so hin und danken ihm mal, dass er Anteil daran hatte, die Wächter hierher zu bringen. Oh, da flattert es gleich in meinem Bauch. Gern geschehen. Es flattert in seinem Bauch, alles klar. Welches Versprechen hat Duncan euch denn gegeben? Verdammt, jetzt kann ich nicht mal mehr fragen, dass man Duncan schnell mochte. Okay, welches Versprechen hat Duncan euch gegeben? Wie ihr wisst, ist der Name meiner Familie in Adelskreisen beschmutzt. Ah. Meine Ururgroßmutter Sophia Dryden war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden, damals, als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arlen die Wächter und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Damit weiß er das doch im Grunde genommen doch eher als nur gerüchteweise. Er hat ja eben was anderes gesagt. Aber es ist gut, dass er selber darauf zu sprechen kommt. Also weiß er das? Und dann waren es vorher doch die Wächter von Ferelden. Die sind wahrscheinlich nach Orle dann geflohen oder haben sich da so lange aufgehalten, solange sie da nicht in Ferelden sein durften. Okay. Sag mir einfach, was ich wissen muss. Das ist etwas drastisch oder nicht? Was ist dann passiert? Schwer zu sagen. Nach König Arlens Tod kam es zum Bürgerkrieg, weitaus schlimmer als der jetzige. Unsere Familie war auf der Flucht, gejagt von unseren Feinden, und wir hatten auf der Welt kaum noch Freunde. Aber Drydens sind hart im Nehmen. Wir haben alles neu aufgebaut und sind Händler geworden. Und wir haben niemals unseren Stolz verloren. Ja gut, mit dem Stolz erklärt er schon gleich, warum er seinen Namen behalten hat. Um welchen Gefallen habt ihr Duncan gebeten? Ich wollte die Wahrheit wissen. Meine Familie verehrt Sophia Dryden. Wir wissen, dass sie auf dem Soldatengipfel, dem alten Stützpunkt der Grauen Wächter, gestorben ist. Wir wollen Beweise, um ihren Namen reinzuwaschen. Unsere Ländereien und Titel bringt uns das zwar nicht zurück, aber unsere Ehre schon. Ich habe vom Soldatengipfel noch nie auch nur etwas gehört. Seit den Tagen von Arlen war niemand mehr auf dem Soldatengipfel. Zumindest ist nie einer von dort zurückgekommen. Ich habe Jahre damit zugebracht, eine Karte des Tunnellabyrinths anzufertigen, das auf den Gipfel führt. Und vor einigen Jahren habe ich den Weg gefunden. Also ging ich zu Duncan und sagte ihm, er könne den Stützpunkt nun wieder in Besitz nehmen und meine Familie bekäme ihre Ehre zurück. Vor einigen Jahren schon, ja, dann würde sich die Frage stellen, warum Duncan ihm noch nicht geholfen hat.
Warum hat Duncan euch nicht geholfen? Dunkle Brut ist im Süden Ferelden's aufgetaucht. Duncan war vollauf damit beschäftigt, neue Wächter zu rekrutieren und Treffen mit König Kaelin abzuhalten. Duncan sagte, er würde mir nach der Schlacht von Ostagar behilflich sein. Er meinte, auf dem Gipfel befänden sich wahrscheinlich überaus hilfreiche Dinge. Aber er hatte keine Gelegenheit mehr dazu. Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden, ich werde euch helfen. Gehen wir zum Soldatengipfel. Was benötigt ihr von mir? Wie soll die Wiederinbesitznahme des Gipfels den Wächtern helfen? Ja, das wäre eine interessante Frage. Der Soldatengipfel hat sowohl strategische wie auch symbolische Bedeutung. Duncan sagte, das allein wäre die Mühe bereits wert. Außerdem hoffte er, Hinweise auf die verlorene Geschichte der Wächter zu finden und vielleicht auch ein paar alte Relikte. Niemand weiß, was jetzt dort oben ist. Gut, wir nehmen die Quest definitiv an, aber wir fragen trotzdem, was benötigt ihr von mir? Ich finde durch die Tunnel am Fuße des Soldatengipfels hindurch. Aber der Ort... Nun, man sagt, es würde dort spuken. Das ist bestimmt gefährlich. Werdet ihr zumindest darüber nachdenken? Weiß ich nicht. So jetzt sofort dahin gehen, weiß ich nicht, ob wir das jetzt tun sollten. Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Wir wissen das ja noch nicht. Es geht ja darum, was wir da vorfinden und ob sich das dann irgendwas bestätigt. Also von daher, ich denke darüber nach. Nein, wir wollen die Quest ja jetzt auch annehmen. Wir gehen zum Soldatengipfel. Punkt aus. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Okay, die Geschichte der Drydens. Aktualisiert. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Ich scheue mich davor, jetzt nicht weiterzumachen. Wir sind zwar schon bei 26 Minuten, aber wir haben jetzt nur gequatscht. Und wir sollten auf jeden Fall schon mal weitergehen. Das ist nur die Frage, wohin? Gut, ich würde ganz gerne... Ich überlege gerade, ich würde ganz gerne bei unserer alten Truppe erstmal bleiben. Die müssten so auch alle leveln. Ich würde ganz gerne echt Alistair, ja. Schnuffi und Liliana wieder mitnehmen. Los geht's. So, jetzt können wir entscheiden, wo wir hinwollen. Aber wir können, glaube ich, nicht überall hin, ne? Ich glaube, hier zum Beispiel nicht. So. Wir sind das letzte Mal als erstes zu Aal Eamon gegangen. Das sollten wir dieses Mal auch auf jeden Fall tun. Weil hier Brazilian Wald natürlich noch nicht. Denerim ebenfalls noch nicht. Soldatengipfel ist hier. Können wir da überhaupt schon hinreisen? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Da ist Lothering. Ben Lawrence Ländereien. Kellenhetsee. Der Turm des Zirkels. Frostgipfelgebirge. Salcher Pass. Ich glaube nach Dorf Redcliffe. Als erstes. Haben wir ja so gesagt, das andere läuft uns nicht weg. Da geht's auf jeden Fall zuerst hin. Und da reisen wir jetzt eben schon mal hin. Und wir müssen kämpfen, alles klar. Ja, dann los. Alles klar, stop it. Aha, wir haben einen Gesandten. Und einen Alpha. Der Alpha ist auch nicht ohne. Aber den Gesandten, den müssen wir zuerst erledigen, unbedingt. Ich versuche dir mal K.O. zu hauen. Lied des Heldenmuts, okay, dann, was macht er? Alistair, gehst du vielleicht mal mit dem Schildschlag auf ihn hier? Das wäre ganz toll. Schnuffi macht es schon irgendwie richtig. So, alles klar. Versuchen wir mal unbezwingbar zu werden. Shit. Oh Gott, ich hoffe, wir können ihn noch retten. Ich traue mich gar nicht, auch weiterzumachen. Alistair.
Schnuffi geht auch auf den Hurlock-Gesandten. Okay. Mit Schreckensgeheul vielleicht. Wir versuchen es mal. Oh Gott. Gott sei Dank, er konnte sich heilen. Das ist prima. Okay, ab auf ihn hier. Und ablenken. Alistair. Und, ach, die sind ja auch noch da. Verdammt. Mal eben einen kleinen. Mal eben ganz kurz hier zur Seite gehen. Oh, er hat jetzt voll auf ihn abgesehen, ne? Jetzt hat er widerstanden, verdammt. Oh Gott, Alistair! Okay, das war der Hurlock Alpha. Jetzt gehen wir auf die Bogenschützen. Ist das Gesundheit ein bisschen im Auge behalten? Gut. Ja, nur ist gut. Generell würde ich auch die Bogenschützen zuerst ausschalten. Nun halte ich den Schaden noch nicht ganz so hoch. Finde ich zumindest. Oh ja, Rundumschlag ist gut. Als dass ich die jetzt zuerst ausgeschaltet hätte. Und da war mir jetzt der Gesandte, also der Magier und der Alpha definitiv wichtiger. Schnuffi kann aufsteigen. Ist hier noch irgendetwas? Weg zurück wollen wir nicht. Wir wollen weiter. Aber Schnuffi kann aufsteigen. Der kriegt erstmal ordentlich Stärke dazu. Und was wollte ich machen? Überwältigen, ne? Der Mabari springt sein Ziel an, hält es am Boden fest und greift es wiederholt an. Die sind alle gut. Gnadenlose Kampfmaschine mit Boni auf Gesundheit und Regeneration, nicht Generation. Kampfausbildung, sehr schön. Ich könnte ihn mal eben kurz fragen, ob er hier was finden kann. Siehst du hier was Interessantes? Ja. Mal gucken, ob er was findet. Schnuffi scheint ein Stück Holz gefunden zu haben, in das seltsame Symbole geschnitzt sind. Es ist noch nicht von Schmutz es ist noch immer von Schmutz bedeckt und sieht sehr alt aus. Du weißt nicht genau, was es ist, aber es sieht aus, als könnte es als Waffe dienen. Okay, wir haben was erhalten. Kann er noch was finden? Er legt den Kopf zur Seite und sieht dich an. Was Interessantes? Er rennt nochmal weg. Nein, er hat nichts gefunden. Dann komm her. Stopp. Schnuffi streicheln. Er rollt sich glücklich auf den Rücken. Prima. Ich guck gleich mal eben, was wir da bekommen haben. Wahrscheinlich nichts Wertvolles, aber als Waffe. Ein Holzstück. Viridium. Immerhin. Ich glaube, Morrigan hat was Besseres, aber immerhin. Also, das ist nicht das Schlechteste. Okay, dann gehen wir weiter. Weiter geht's. Und? Na, kommen wir an?